Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel, Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, The Order of Dawn. Bereit, Ja, sofort! wir sind immer noch im Mulan-Dia unterwegs, leider. Großes, großes Leider. Wegen diesen nervigen Medusen. Haben wir hier noch sehr viel Clear-Bedarf. Stehe Auf bereit. dem Weg. Müssen warten, wo die lang schlängelt. Ob sie hier lang kommt, bezweifle ich gerade irgendwie. Ne, sie verschwindet nach da. Hier, sofort! Okay. Da sind Drachlinge. Folgt mir! Da ist ein niederer Dämon. Da ist noch ein niederer Dämon. Sofort! Und los! Für den Orden! Haltet durch, Männer! Feindlicher Feindlicher Angriff! Angriff! Schlagt sie zurück! Hier, sofort! Für den Orden! Schlagt sie Oder ist da zurück! oben noch eine? Schließt die Reihen! Stehe bereit! Auf meinen Folgt mir. Befehl. Okay, irgendwer hat uns Ja. gerade ein bisschen Feuer unterm Hintern gemacht. Schnell. Sofort. Schnell. Verstärkt die Deckung. So, die ist jetzt hier. Okay, die ist von da oben hier runtergekommen. Auf mein Schnell. Zeichen. Zum Angriff! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Na, gucken wir erstmal, was hier unten ist, weil hier oben kommen wir ja doch nicht gleich lang zu der Truhe. Ja, vorwärts! Hier unten sind auf jeden Fall noch zwei Truhen für uns. Feindlicher Angriff! Oh, hier haben wir was liegen lassen. Nicht so schön. Die Rune wird Ruf? Sofort ausgeführt. Oh, Unverzüglich. Eine Rune für Ork-Arbeiter. Unverzüglich. Stufe 10. Guter Lederhelm und ein Zauber. Die Rune zu Befehl. Wird sofort Auf meinen ausgeführt. Befehl. Vorwärts. Ja gut, wir haben eigentlich alle Dämonen bis auf die Medusen gekillt jetzt. Schnell. Oder fast alle. Sofort. Verstärkt die Deckung! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Ja, Mach kämpft, die Männer! Die beiden noch weg? Schlagt sie zurück! Bereit! Schließt die Reihen! Sofort! Gut. Mir nach! Und los! Mir nach!
Folgt mir! Sofort! Und los! Mir nach! Wenn die nach da schlängelt, können wir eigentlich... Hoffentlich steht sie lang genug da rum. Die bewegt sich ja relativ schnell, die Medusa. Mir nach! Ja gut, wir sind an ihr vorbei. Vorwärts! Zum Angriff! Schließt die Reihen! Die Rune zu Befehl. Schließt die Reihen! Ja, vorwärts! Und können eigentlich folgt mir. Hier den Weg hoch. Sie sind überall! Ja! Und los! Auf meinen Befehl! Folgt mir! Kämpft, Männer! Oh, ein Feuerterror aber wieder. Verstärkt die Deckung! Auf mein Zeichen! Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Schnell! Der droppt sogar was. Auf mein Schnell. Zeichen! Und los! Vorwärts! Ja, hier nochmal runter daher und da rein. Sofort! Mir nach! Sobald wir hier oben fertig sind. Soweit ich weiß, ist hier oben ein Seelenstein auf jeden Folgt Fall mir. Und ein Heldenportal. Sofort! Und los! Wobei wir das Heldenportal jetzt nicht unbedingt brauchen, glaube ich. Vorwärts! Folgt mir! Genau, hier. Vorwärts! Mit Truhen und allem drum und dran. Und ja, such nach Hinweisen im Norden von Mullandir. Die Archive des Zirkels liegen im Norden der Stadt. Dort werden vielleicht noch Hinweise auf den Verbleib des Phönix zu finden sein. Mhm. Die Rune wird sofort ausgeführt. So. Ginnmeisters Kurzschwert. Mhm. Meisterkugel, Ring des Erzmagiers. Zu eurem Dienst, klar. Ja. Die Rune zu Befehl. Ja, vorwärts! Folgt mir! Dann reden wir mal mit ihm hier. Und ja, Tars Diener sind hier unterwegs. Wer auch immer Tar ist. Reden wir aber erstmal mit dir. Lange ist es her, dass ein Mensch auf diesen Pfaden gewandelt ist. Wer seid ihr? Einst diente ich dem Zirkel. Nun wache ich über die mächtigen Schätze Mulandirs. So lange, bis die Welt wieder bereit für sie ist. Ich suche den Phönixstein. Ein Schmuckstück von gewaltiger Macht, das ihr da begehrt. Seine Macht ist die letzte Hoffnung für uns. Einer der Zirkelmagier ist zurückgekehrt. Nur der Phönix kann ihn noch aufhalten. Dann wisset, dass ihr die Wahrhaftigkeit eurer Worte beweisen müsst. Solche Macht wird nicht leichtfertig vergeben. Seid ihr bereit, die Prüfung zu empfangen? Stellt mir eure Prüfung. Einst lagerte in den Archiven des Zirkels ein wundervolles Kunstwerk aus Glas, das jeden, der es betrachtete, unweigerlich in seinen Bann schlug. Während des Krieges wurde es zerschlagen. Die vier Bruchstücke wurden gestohlen. Seit jenem Tag haben diese Splitter Leid über diese Lande gebracht. Denn sie schüren die Gier der Menschen. Viele mussten schon ihretwegen sterben. Mächtige Magier suchten nach ihnen und stürzten alles ins Chaos. Findet die vier Splitter!
und erlöst das Land von ihrem Fluch. Dann will ich euch die Macht des Phönix anvertrauen. Ja, das haben wir ja schon gemerkt, weil einen der Splitter haben wir schon. Dafür hat dieser eine verrückte Magier ja ziemlich viele Priawölfe angeheuert und auf uns gehetzt. Was ist so besonders an den Splittern? Was ist so besonders an diesen Splittern? Das Kunstwerk, zu dem sie gehörten, war eine Glasmalerei. Ein Gemälde aus Farben und Magie. Die uralten Farmer selbst haben dieses Artefakt einst angefertigt. Es ist ein Abbild der Zeit. Und doch noch viel mehr. Es sind Träume, Gedanken, Gefühle in unglaublicher Macht und Tiefe. Wer es einmal betrachtet, wird unweigerlich von seinem Zauber gefangen. Deshalb seid froh, wenn ihr es nie in seiner Gänze erblickt. Ihr würdet nie wieder derselbe sein. Selbst die Splitter, in die es zerbrach, besitzen noch einen Teil seiner grausam schönen Macht. Der Zirkel fand es in den Ruinen der Farmer und bewahrte es lange auf. Nur wenige bekamen es je zu Gesicht. Ja. Wo finde ich die vier Splitter? Sie befinden sich noch immer in den Düsterlanden, wenn auch in alle Richtungen verstreut. Ihnen wohnen verschiedene Eigenschaften inne. Einer gibt Freude wie der tanzende Frühling. Einer glüht wie der warme Sommerwind. Einer ist wie das nachdenkliche Licht des Herbstes. Und einer wie die schwermütige Stille des Winters. Ein Abenteurer und Plünderer namens Turgin Stahl, den Splitter des tanzenden Frühlings. Er ließ sich auf dem Gottwall südlich von hier nieder. Der Splitter des Sommerwinds war zunächst im Besitz der Magierin Talia. Doch Armun, ein Dieb aus dem Süden, entwendete ihn. Er floh nach Farlonsheim und dann verlor sich seine Spur. Sucht dort nach ihm. Der Splitter des Herbstlichts war lange verloren. Er muss seltsame Wege gegangen sein. Jahre später tauchte er dann im Besitz des Kaufmannes Farlon auf. Ihr findet seinen Handelsposten westlich von Farlonsheim. Das Bruchstück der Winterstille befand sich ebenfalls im Besitz Talias. Sie nahm ihn mit auf ihre Reise nach Osten. Sie zog aus, um Ulathar, den Fürsten der Dämonen, zu schlagen. Keiner hat je wieder etwas von ihr gehört. Niemand wagte es, ihr in den Spalt zu folgen. Hinein in das Reich der Dämonen. Okay. Dafür, dass er eigentlich nur die ganze Zeit hier am Rumhängen ist, ist er ziemlich gut, unterwiesen, was die Splitter angeht. Jetzt ist auch das Tor hier endlich offen, was wohl nach Osten in den Spalt führt. Okay, hier liegt nichts rum, aber hier liegt noch was rum. Gut, was sagt die Quest? Die vier Splitter der Zeit. Und dafür stellt euch der Prüfung des Wächters. Der Wächter besitzt in der Tat den Phönix. Bevor ihn herausgefallen hat, allerdings seinen Beweis, der die Ernsthaftigkeit der Mission zeigt. Bringt dem Wächter die vier Splitter. Der Wächter verlangt die vier Splitter des magischen Kunstwerks als Beweis. Sie sollen in den Düsterlanden zu finden sein. Ja, den ersten haben wir schon. Sammelt die vier Splitter der Zeit. Die vier Fragmente des Kunstwerks sind in der Nähe von Mulandir zu finden. Der Splitter des tanzenden Frühlings. Dieser Splitter soll im Besitz eines Menschen namens Vintus Lannard sein. Ja, den haben wir schon. Der Gottwald sucht den Splitter des Tanzes im Frühlings auf dem Gottwald. Der Gottwald liegt südlich von Mulandir. Dort soll sich Vintus Lannard aufhalten, der wohl im Besitz dieses Splitters ist. Ja, den haben wir auch schon. Der Splitter des Sommerwinds. Dieses Fragment befindet sich im Besitz des Diebes Amun. Er wollte damit den Drachen Fimir bezaubern, um ihm seinen Goldschatz zu rauben. Amun floh nach Farlonsheim, dort verlor sich seine Spur. Splitter des Herbstlichts. John Fardo soll im Besitz dieses Splitters gekommen sein. Er hat seinen Handelsposten westlich von Mulandir, genannt Farlonsheim.
Ja, sehr dekadent. Sprecht mit John Farnum in Farnumsheim. Im Westen liegt Farnumsheim. Dort hat John Farnum seinen Handelsposten. Und der Splitter der Winterstille. Dieses Fragment gehört Talia, einer Magierin, die auszog, die Dämonen Ulafa zu vernichten. Begebt euch nach Osten zum Spalt. Im Osten liegt das Portal, das zu dem Spalt führt. Eine große Kluft voller Asche und Feuer. Dort hindurch führt der Weg in das Reich der Dämonen und zu Ulafa.